So, Freunde, wir sind zurück zum neuen Video in So Rare und ihr lest in der Überschrift, dieses Video ist ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch, an die Community. Und nicht nur ein großes Dankeschön in verbaler Form, sondern es gibt auch was zurück an euch. Es gibt hier ein Giveaway, ihr könnt 3 NFTs in So Rare, also 3 Karten gewinnen. Welche das sind, schauen wir uns in diesem Video ganz genau an. Und noch wichtiger für euch, wie ihr die gewinnen könnt, schauen wir uns noch genauer an. Aber bevor wir das Ganze machen, ich muss wirklich jetzt nochmal ein großes Dankeschön hier auf YouTube aussprechen. Es ist wirklich sehr wild. Also innerhalb von 1,5 Monaten habe ich nicht gedacht, dass hier über 1.000 Abonnenten zusammenkommen. Und ich sehe es ja jeden Tag. Also die Community wächst und wächst und es ist wirklich ultra nice. Manchmal frage ich mich tatsächlich, why? Aber ich freue mich. Es ist wirklich mega, mega fresh. Und auch hier Daumen hoch. Immer wieder gesetzt, das ist wirklich ultra, der Support ist sowas von da, die Glocken sind aktiviert, habe ich auch gesehen, dazu kommt hier, neue Leute kommen am Start, also die abonnieren auch sehr, sehr gern, auch jeder, der das Video jetzt macht, hey, dickes Dankeschön und jeder, der eh schon abonniert hat, ey, ihr wisst, Community absolut on fire, Dankeschön auch an euch und was wirklich am besten ist und was wirklich hervorgehoben werden muss, sind die Kommentare von euch. Zum einen, die sind ultra nett, also ich freue mich da jedes Mal drüber, da geht es wirklich sehr emotional zum Teil sogar zu, aber man muss auch sagen, die sind halt ultra gut, um Videos draus zu machen. Also sind zum Teil Fragen, die betreffen die ganze Community, die betreffen sehr, sehr viele Leute und daraus kann ich Videos maßschneiden an euch und ich weiß halt, die Videos werden auch ankommen, die werden euch weiterhelfen und das ist das Ziel auf meinem Kanal. Ich will euch mit So Rare Content irgendwo weiterhelfen und entertainen und aktuell sieht es ja so aus, als ob das ganz gut funktioniert. Deswegen nochmal dicken, dicken Thanks an euch. Es freut mich wirklich jedes Mal aufs Neue, wenn ich hier ein Video hochladen kann und es wirklich Anklang findet. Deswegen, wie gesagt, gibt es ein Giveaway. Wenn ihr aber überhaupt auf dem Giveaway teilnehmen möchtet, ist es die Grundvoraussetzung, dass ihr halt einen So Rare Account habt. So leid es mir tut, aber anders könnt ihr keine So Rare Karten entgegennehmen. Logisch. Deswegen, wenn ihr noch keinen habt, checkt auf jeden Fall oben in der Beschreibung ab und meldet euch drüber an. Könnt euch dann 5 Karten auf dem Markt erbieten. Wir beide bekommen eine Limited Karte, so eine gelbe hier, for free dazu. Aber bevor wir jetzt reingehen und nochmal schauen, oder überhaupt mal schauen, welche Karten gibt es zum Verlosen, schauen wir nochmal auf den YouTube-Kanal, um das Ganze nochmal zu genießen. Wir sehen es hier mittlerweile 1120 Abonnenten. Also nochmal dickes Dankeschön. Ich habe nicht gedacht, dass es so rasant hier abgeht. Also es ist wirklich sehr, sehr fresh. Auch in der So Rare deutscher Community sind wir halt mittlerweile die Größten. Und darauf kann man definitiv stolz sein. Und ich sehe es hier auf YouTube, es wächst täglich. Ich sehe im Discord, also Discord auch absolut on fire. Da sind Top-Leute drin, alle haben hier irgendwie Fragen, die man da gerne reinschreiben kann. Da wird geholfen, da wird das gemacht. Also wenn ihr da noch nicht wart, auch gerne abchecken. Aber in diesem Video geht es um das Giveaway. Ich weiß, ihr seid heiß drauf, ihr wollt Karten gewinnen. Und da schauen wir mal rein, welche gibt es überhaupt. Davon muss ich aber auch noch sagen, das sind halt Karten aus meinem eigenen Club. Also er bekommt wirklich Karten straight von mir. Ich habe jetzt irgendwie keinen Sponsor oder so oder was weiß ich. Das ist mein eigenes Money, mein eigenes Geld, das ich da jetzt im Endeffekt an euch verschenke. Ich möchte was zurückgeben. Also sei es drum, das ist auf jeden Fall mir ein Anliegen, dass an euch was zurückgeht. Und wir gehen direkt rein. Ich würde definitiv aber nochmal sagen, hey, erwartet jetzt nicht zu große Spiele. Es sind jetzt keine Rare Goalkeeper dabei, aber es sind halt Limited-Karten, die ich halt zur Verfügung habe und euch geben kann. Was war die Intention bei diesen 3 Karten? Weil diese 3 sind es, Anger, Hack und Versalco. Ich habe auf jeden Fall Spiele gesucht, die Stammspieler sind, weil ich wollte euch Karten geben, mit denen ihr auch was anfangen könnt. Und Anger, Hack und Versalco, zumindest 2 von 3 sind definitiv Stammspieler. Aktueller Stand und Versalco ist einer, der Potenzial hat. Wir gehen nochmal kurz rein, dass ich die auch ein bisschen besser vorstellen kann. Wir haben hier Anger. Anger, wir sehen es, der ist 5 Euro wert. Ja, 5 Euro, kann jetzt der erste sagen, was will ich damit? Ein anderer sagt aber, ey, nice, von 5er nehme ich gern mit. Ich meine, ihr bekommt hier einen 5er geschenkt in NFT-Form und der kann ja noch deutlich teurer werden. Ein geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ich habe wirklich keinen Plan, ob man das Sprichwort irgendwo in Deutschland noch benutzt, außer hier in Baden-Württemberg. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, keine Ahnung. Auf jeden Fall Anger, wir sehen es hier, er ist in den letzten Spielen immer am Start gewesen, also er spielt konstant, L40, Durchschnitt 41, ist okay, es ist nicht mega geil, aber wenn er halt mal wieder hier so einen kleinen Lauf hat, und das wird in meinen Augen wieder kommen, Fortuna Sittard ist jetzt nicht ultra wack, dann kann der auch im Preis hochgehen und ihr habt ihn einfach. Also das wäre die erste Karte, die bekommt ihr von mir, beziehungsweise einer von euch bekommt die. Die zweite Karte war Alexander Hack, meins, bei denen läuft es ja absolut aktuell. Und da habe ich mir gedacht, den kann ich definitiv auch entbehren, von 10er zu haben auf dem Markt. Also
auch wieder hier, ist ein 10er, kann man auf jeden Fall mitnehmen, er hat ein NFT von Hack. Und wenn der halt nochmal hier sowas starten sollte, dann ist halt kein 10er, sondern dann wird es deutlich teurer. Und er hat einen Spieler, der halt wirklich ordentlich Punkte bringt, auch jetzt im letzten Spiel in Gladbach, 79 Punkte, why not, kann man mitnehmen. Allgemein Mainz eh sehr, sehr gut unterwegs, so als ja, kleine Randnotiz. Die gehen gerade ordentlich steil. Ich glaube, die nächsten Spiele sind nicht ultra schwer. Deswegen kann man auf jeden Fall mal aufstellen. Der letzte wäre Sime Versalco. Ist jetzt der einzige Nicht-Stammspieler aktuell. Aber, ganz großes Aber. Im letzten Spiel hat nämlich Trippier sich verletzt und Versalco kam rein. Und Versalco hat sich gedacht, die Chance ergreife ich und mache direkt eine Bude. Hier mit 65 Punkten rausspaziert. Davor gegen Atletico ist auf 21 Minuten reinkommen. Also der ist so ein bisschen auf dem Sprung vielleicht in die Mannschaft rein. Und wenn er bei Atletico spielen sollte, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Trippier ausging mit der Verletzung, aber wenn er bei Atletico spielen sollte, wird er definitiv teurer. Aktuell so 12,40, ja, so knapp 10, 12 Euro. Auch absolut okay aus meiner Sicht. Kann man auf jeden Fall nehmen, wenn man gerade mit Serie anfängt. Oder wenn man einfach sagt, hey, ich hätte gerne eine Karte von diesem YouTuber, dann habt ihr hier definitiv die Chance. Also ihr könnt auch irgendwo sagen, ihr habt sie von mir geschenkt bekommen. Und jetzt kommt die ganz große Frage, wie kann man daran teilnehmen? Und ich denke, das wird die spannendste Frage sein. Da habe ich mir nämlich was Kleines überlegt. Es gibt nämlich drei Anforderungen. Die sind nicht schwer und die werden hoffentlich auch in Zukunft weiterbringen, den Kanal. Was ich damit meine, werden wir jetzt nochmal ganz genau anschauen. Wir gehen rein. Ich habe jetzt hier mal irgendein x-beliebiges Video von mir aufgemacht und ihr seht das ganze Video, was ich jetzt hier im Endeffekt aufnehme, also das, was ihr gerade anschaut, diese 1000 Abonnenten Special, was als Video jetzt nicht ultra special ist, aber das Giveaway Special, das war so meine Intention damit und ich denke, nächster Halt 5000, dann wird wieder was kommen, das sollten wir auch hinbekommen, aber auch nur als kleiner Side-Fact. Ihr seht das Video so und der erste Punkt, den ihr erfüllen müsst, um an diesem Giveaway teilzunehmen, ist Daumen hoch geben. Das hilft diesem Video enorm, hilft dem Kanal enorm, wird mich enorm unterstützen und es ist für euch wirklich sehr, sehr easy. Dann zweiter Punkt, ihr müsst Abonnent sein. Wenn ihr es noch nicht seid, jetzt auf den Abonnieren-Knopf drücken, ihr seid definitiv dabei. Kann ich jetzt leider nicht machen, aber ihr wisst ja, hier irgendwo wird der Abonnieren-Knopf schon bei euch versteckt sein. Und jetzt kommt der wahrscheinlich wichtigste Punkt, der dritte Punkt. Ich hätte gern von euch einen Kommentar, aber nicht irgendeinen Kommentar, sondern ich hätte gern eine Frage. Was für eine Frage? Völlig egal. Weil ich habe nämlich vor, mit diesen Fragen, die in diesem Video rauskommen, möchte ich in Zukunft, in den nächsten, ja, was weiß ich, zwei, drei Wochen, jede Woche so ein Part FAQ raushauen. Also so eine Frage-Antwort-Video, wo Fragen von euch drin sind. Es kann wirklich zu jedem Thema sein. Es kann irgendwelche privaten Fragen sein. Es können so Rare-Fragen sein. Es können Fußball-Fragen sein. Was weiß ich. Lasst eure Kreativität freien Lauf. Haut die einfach in die Kommentare und diese drei Punkte müsst ihr erfüllen. Also Daumen hoch, Abonnent sein und eine Frage stellen für ein FAQ. Ich hoffe, diese Idee gefällt euch, weil ich habe da ultra Bock drauf. Und warum das Ganze mit dem FAQ? Ich möchte einfach so ein bisschen mehr familiär zusammenrücken. Hört sich echt wild an. Aber ich meine halt, so ein bisschen mehr Transparenz würde wahrscheinlich hier unsere Community noch enger zusammenschweißen, wie sie eh schon ist. Also das freut mich eh nach wie vor. Und ihr kommentiert eh so gern, deswegen dachte ich mir, das funktioniert doch ganz gut. Wenn ihr jetzt keine Frage am Start habt, dann könnt ihr natürlich auch irgendwas reinschreiben. Aber ihr braucht einen Kommentar, da gibt es nämlich so ein Tool mit diesem Giveaway, wo ich das Ganze auch tracken kann. Also sprich Daumen hoch, Abonnent und Kommentar. Und wenn ihr die drei Kriterien erfüllt, dann wird das Ganze random ausgelost. Wann wird es ausgelost? Sehr, sehr wichtiger Part, weil sonst kann ich ein Giveaway machen. Und wenn es kein Enddatum gibt, bringt es ja auch kein was. Das Finale, die finale Möglichkeit, beziehungsweise die Auslosung wird stattfinden am 16., also genau in einer Woche. Ihr habt jetzt 7 Tage Zeit. Am 16.11.2021, sagen wir mal, um 16 Uhr. Also da ist wirklich der Cut, da werde ich die Auslosung wirklich auch durchführen. Das Ganze wird aufgenommen, das wird dann auch in einem Video aufgenommen, wahrscheinlich in einem FAQ. Und dann werden die Karten verlost. Wie wird das Ganze dann stattfinden? Die Leute, die das dann im Endeffekt gewonnen haben, werdet ihr eben im Video sehen, die werden sich wiedersehen. Die müssen mich dann in Instagram oder im Discord, je nachdem, anschreiben. Ihr müsst dann auch natürlich validieren, dass ihr derjenige seid, der den Account besitzt, also die Kommentare auch geschrieben habt, beziehungsweise den Kommentar. Und dann sieht das Ganze so aus, wir müssen dann in so Rare reingehen. Ich habe jetzt leider hier so Rare unten aufgemacht, genau. Und ich werde die Karten auf dem Markt haben.
ihr gebt dann einfach hier ein Offer ab. Ich weiß gerade nicht, was das Minimum ist. Das können wir aber auch gleich mal rausfinden. Auf jeden Fall das Minimum, was man bieten kann, sind wahrscheinlich 0,37 Euro. Und die natürlich ist jetzt nicht 100% for free, aber für knapp 37 Cent, ja, kann man auf jeden Fall dann wahrscheinlich doch liegen lassen. Und so wird das Ganze dann ablaufen. Also ihr müsst dann im Endeffekt nur drauf bieten. Ich werde das annehmen und ihr bekommt die Karte. Das war im Endeffekt schon alles. Ich gucke jetzt nur gerade im Hintergrund, was das Minimum ist, was man bieten kann. Ich denke mal, 0 kann man schwierig bieten. Nee, price should be strictly positive. Dann gucken wir mal, was bei einem Cent rauskommt. Auch nicht. Wie gesagt, ich glaube, es sind 0,37, die man hier, also 37 Cent geht. Okay, dann machen wir das so. Ihr bietet einfach das Minimale, was man bieten kann, derjenige, der gewonnen hat. Und dann gebe ich den Accept ab und ihr bekommt die Karte von mir. Also sprich, einmal Hack, einmal Anga und einmal Recycle. Natürlich nicht einer alle, sondern es werden 3 Gewinner ausgelost. Nur, dass es auch nochmal hier klar definiert wird. Und soweit zu diesem Video. Ich würde sagen, es ist eigentlich alles gesagt. Es gibt hier ein schönes Giveaway. Ich hoffe, euch gefällt es. Könnt auch, ja, wenn ihr zu der Frage noch irgendwie einen Props da lassen wollt oder irgendeine Meinung zu diesem Giveaway, gerne auch, bin ich immer offen für. Aber die 3 Kriterien, Abonnent, Daumen hoch und Kommentar, am besten Frage fürs FAQ, das wäre optimal, dann seid ihr am Start, ihr seid im Lostopf und das Ganze wird dann wirklich auch ausgelost und die 3 Gewinner werden auch announced. So, wie gesagt, das war's in diesem Video, der Inhalt ist definitiv durchgesprochen. Nochmal zu guter Letzt, dickes Dankeschön. Es freut mich einfach enorm, dass das hier so gut funktioniert und halt auch stetig weiter wächst. Absolut on fire. Merci beaucoup, um es auch auf Französisch hier mal durchzuführen. Und ich würde sagen, man sieht beim nächsten Mal.